Musst du, guck so. Keine Frage, der Holger ist ein bisschen verrückt. Verrückt nach Musik. Holger ist auch verrückt nach Publikum und Applaus. Am allermeisten ist Holger allerdings verrückt nach Miriam. Die kennt er aus dem Fernsehen, aus dem Nachtprogramm. Miriam, ja, sie hat gute Ausstrahlung, dunkelbraune Haare, ja, schlank, sexy. Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Deshalb hat Holger ein Lied geschrieben, ein Lied für Miriam. Und heute wird Miriam ihr Lied zum ersten Mal hören. Und ich bin einfach nur hin und weg. Unglaublich, der Traum einer jeden Frau wird wahr. Und ja, wer kriegt schon ein Lied geschrieben? Und dann auch noch vom Holger. Unglaublich. Der SDS-Kandidat Holger Göpfert ist sowas wie der heimliche Favorit dieser Staffel. Und das hat sicher etwas mit seiner Art zu tun. Etwas schräg, ein bisschen tapsig und manchmal auch verwirrt. Irgendwie niedlich. Nur, und das ist das Problem, Holger will gar nicht niedlich sein. Er will lieber eine Freundin. Aber vielleicht hilft ihm sein Auftritt bei der SDS ja dabei, eine zu finden. Durch Fernsehauftritte kann man vielleicht schon weibliche Fans gewinnen. Ne? Also ist klar, ich meine. Wäre dir das recht? Oder? Ja, das wäre mir schon recht. Grottenschlecht. So beschreiben Bekannte von Holger all seine bisherigen Versuche, Frauen kennenzulernen. Und deswegen hatte der 27-Jährige auch noch nie eine Freundin. Die einzige Frau, zu der Holger regelmäßig Kontakt hat, ist Rebecca. Und die ist schon vergeben. Und andere Mädchen lernt Holger einfach nicht kennen. Der Holger ist irgendwo schüchtern. Also er lässt sich so im Fernsehen, lässt er sich's nicht anmerken. Aber er würde niemals auf eine Frau zugehen, würde sagen, hey, du bist voll mein Typ, komm, lass uns mal was machen. So ist der Holger einfach nicht. Und ich denke vielleicht durch die Show jetzt, dass es vielleicht da endlich mal ein Mädel gibt, die sagt, komm, ich mache einen ersten Schritt auf den Holger zu. Weil der Holger traut sich, glaube ich, nicht so ganz. Und dabei ist Holger eigentlich gar kein Angsthase, wie er im Recall auf Teneriffa bewiesen hat. Kann das Ding umkippen? Nein. Ah, nee. Da. Ich wünsche dir alles Gute, Mann. Wir sehen uns auf der Erde wieder. 15 Meter in der Höhe baumelt Holger am Lastenkran und singt, obwohl er eigentlich Höhenangst hat. Konzentrier dich aufs Lied, kriegst du hin. I believe I can touch the sky. I see me running to that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I can fly. Oh. Ich glaub ja nicht. Danke. Hätte keiner geglaubt, dass du das machst. Danke. Super, ja. Ganz toll. Super. Ich hatte am Anfang wirklich Angst, dass das Ding wackelt und ich muss runterschauen. Und das ist ja das Typische bei Höhenangst. Nur, wie ich dann gemerkt habe, dass die mich festmachen an dem Seil und das alles hält. Da habe ich wirklich gedacht, ein Song geht ja da eh nicht viel länger wie 1,5 Minuten. Ich war dann gleich runtergelassen. Dann habe ich einfach alles gegeben, mich so ein bisschen entfaltet. Dann gleich, I believe I can fly. Höhenangst kann Holger also überwinden. Die Angst, eine Frau anzusprechen, irgendwie nicht. Und dabei ist Holger schon seit langem verliebt. Verliebt in Miriam Wimmer, eine Nachtquiz-Moderatorin aus München. Und weil sich natürlich nie trauen würde, sie anzusprechen, hat Holger einen Song geschrieben, extra für Miriam. Wir treffen Moderatorin Miriam Wimmer heute Nachmittag in München und spielen ihr Holger-Song vor. Der Wahnsinn. Und alle klatschen mit. Oh Gottes Willen.
Was Moderatorin Miriam noch nicht weiß, wir sollen in Holgers Namen nicht nur das Lied vorspielen, sondern auch mal nachfragen, ob die beiden sich nicht mal treffen könnten. Also wirklich treffen jetzt mit einem Fan würde ich mich vielleicht schon, weil das ist ja dann schon interessant, was für ein Mensch dahinter steckt. Aber so komplett jetzt wild daten würde ich natürlich dann nicht jeden. Aber den Holger schon. Holger würde sich sicher darüber freuen. Aber irgendetwas sagt uns, dass die Moderatorin das wohl nicht ganz ernst meint. Und bei einer Nachfrage wird auch klar, warum nicht. Sind Sie glücklich vergeben oder darf sich der ein oder andere Fan da mal Hoffnung machen, dass er Sie vielleicht mal näher kennenlernen darf? Also kennenlernen kann man mich natürlich schon, das ist ja nicht das Problem. Aber ob dann was Tieferes daraus wird, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das heißt für Holger wohl, er muss das Herz einer anderen Frau erobern. Eine Frau, die es auch zu würdigen weiß, wenn Holger ihr ein Lied schreibt. Ich glaube schon, dass Mädels auf meine Musik stehen und so. Aber ich meine, jetzt einfach hingehen, eine ansprechen, ich bin da manchmal echt ziemlich schüchtern. Die Schüchternheit, die muss er sich jetzt aber abgewöhnen. Denn schließlich will Holger ja nicht nur eine Frau kennenlernen, sondern auch Superstar werden. Ja.